Journalisten kämpfen in eigener Sache. Nie gab es in der deutschen Zeitungsbranche einen größeren Protest. Die Verlage wollen sparen, am meisten bei den Berufsanfängern. Wer künftig Redakteur wird, soll mehr arbeiten und zugleich auf viel Geld verzichten. Dann ist halt das ganze Berufsbild gefährdet und wird halt kein Akademiker mehr anfangen, als Journalist zu arbeiten. Wie unser Volontär gestern treffend sagte, kann man sich auch bei Penny an die Kasse setzen. Wenn der Arbeitsdruck weiter so zunimmt und die Gehälter weiter so abnehmen, dann werden irgendwann keine guten Leute mehr arbeiten. Wir stellen bereits fest, dass es schwierig wird, Nachwuchs zu finden. Journalismus ist nicht mehr attraktiv. Es ist mittlerweile so, dass es besser ist, Pizza auszufahren. Von 2.500 Euro monatlich in den ersten Jahren ist die Rede. Brutto. Während ihres Berufslebens würden Neueinsteiger 25% weniger verdienen als jetzige Redakteure. Wie hier in Frankfurt streiken bundesweit Tausende gegen Verlegergeiz. Wir machen Zeitungen, klagen sie, ihr macht uns fertig. Dabei geht es auch den Verlegern angeblich um die Zukunft des Journalismus. Den massiven Protest der Redakteure halten sie für naiv. Ich denke, wenn da 1.500 Gewerkschaftsfunktionäre und Gewerkschaftsmitglieder sich getroffen haben, lautstarke Forderungen gestellt haben, dann bekommen die Zeitungen dadurch nicht automatisch mehr Abonnenten und auch keine größeren Anzeigenvolumina. Der Streit schwelt seit vielen Monaten. Redakteure und Verleger stehen sich so unversöhnlich gegenüber wie noch nie. Die einen fürchten um ihre Rendite, die anderen um die Zukunft des Journalismus. Die Perspektive, in diesen Beruf reinzugehen, die besten Köpfe in diesen Beruf reinzuholen, was immer der Anspruch der deutschen Zeitungsverleger vor allen Dingen war, die ist damit zugemauert. Eine Hochburg des Protests ist von Anfang an Baden-Württemberg. Tagelang haben die Journalisten hier die Arbeit niedergelegt und sich Gehör verschafft, auch bei ihrem Ministerpräsidenten. Angeführt wird der Protest hier von der Stuttgarter Zeitung. Und auch eine Streikzeitung. Das Blatt gehört, wie auch die Süddeutsche Zeitung, zur Südwestdeutschen Medienholding. Auch da werden seit Jahren Stellen gestrichen. Noch werden die Redakteure in Stuttgart alle nach dem gleichen Tarifvertrag bezahlt. Wenn sich die Verleger mit ihren Plänen durchsetzen, nicht mehr lange. Es wird einen kleinen Klassenkampf in den Redaktionen geben. Denn es wird Redakteure geben, die deutlich schlechter bezahlt sind als die älteren Kollegen und sich darüber ärgern. Und es wird natürlich die Verlockung für die Verleger geben, die besser bezahlten älteren Redakteure möglichst schnell loszuwerden. Stefan Geiger ist seit mehr als 30 Jahren Redakteur. Die Arbeit hat sich in dieser Zeit immer mehr verdichtet. Heute müssen Zeitungsjournalisten auch online können. Die Stuttgarter Zeitung veröffentlicht sogar Videos. Die Klagen der Verleger sind dagegen seit Jahren die gleichen. Das Zeitungsgeschäft lohne sich immer weniger. Wir wissen nicht, wie schlecht es den Zeitungen geht. Die Verleger weigern sich nämlich zu sagen, wie es wirklich aussieht. Wir ahnen, dass es tatsächlich einigen Zeitungen, vor allem oben in Norddeutschland, nicht gut geht. Es wäre eine Kleinigkeit für Zeitungen, denen es schlecht geht, Öffnungsklauseln in Tarifverträgen zu machen. Das gibt es in anderen Branchen und es wäre bei uns ohne weiteres möglich. Das Geschäftsmodell der Zeitungen war jahrzehntelang unumstritten. Heute funktioniert es nicht mehr. Die Anzeigenerlöse sind eingebrochen, die Auflagen sinken rapide. Neue Erlösmodelle fehlen. Statt im Netz Geld zu verdienen, bieten Verlage Online-Journalismus zum Nulltarif. Trotzdem machen viele Häuser offenbar wieder kräftige Gewinne. Die große Krise scheint überwunden, doch so genau weiß das keiner. Die meisten Verlage müssen ihre Bilanzen nicht offenlegen. Wie es ihnen wirklich geht, auch darüber gibt es Streit. Natürlich ist es schwieriger, gute Ergebnisse zu erzielen, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen andere sind als in den 80er, 90er Jahren bis zur Jahrtausendwende. Aber die durchschnittliche Rendite deutscher Tageszeitungsverlage ist immer noch fast zweistellig, sodass wir wissen, dass in Einzelfällen Not da ist, aber in der Breite immer noch sehr gutes Geld verdient wird. Nein, die Situation ist kritisch. Wir reden uns da nicht schlecht, sondern wir suchen ja nach dem besseren Weg und wir werben dafür, dass die Gewerkschaften dies auch erkennen und auf diese Art und Weise wir gemeinsam einen Lösungsweg finden, den wir aber nur finden können, wenn die Gewerkschaften auch ernsthaft mit uns darüber verhandeln wollen. Die Gewerkschaften wollen keine Abstriche.
Überall in Deutschland kämpfen Journalisten gegen die Verlegerpläne. Denn nicht nur neue Redakteure sollen verzichten, auch altgediente, auf insgesamt etwa 5% ihres Gehalts. Redakteure der Neuen Westfälischen in Bielefeld tragen den Protest sogar bis zum ersten Mann im Staat. Die inhaltliche Diskussion über ihre Forderung, die muss geführt werden. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich hier bin, dass man sagt, Zeitungen müssen sich richtig aufstellen, damit sie eine gute Zukunft haben, weil wir brauchen in Deutschland wirklich qualitätsvolle Zeitungen. Doch die inhaltliche Diskussion wird nicht geführt, zumindest nicht in den Zeitungen. Sie berichten nicht einmal. Vom Protest der Journalisten erfährt deshalb kaum jemand. Ein Tarifstreit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Einerseits ist es natürlich schon so, dass wir zurückhaltend sind, über unsere eigenen Dinge zu berichten. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass von Seiten der Verlage Einfluss genommen wird, nicht oder wenn dann positiv über die eigenen Häuser zu berichten. Das geht nun nicht mehr. Bei 25% minus kann ich nicht positiv über die Verleger berichten. Das ist ausgeschlossen. Andere Zeitungen haben längst jeden Tarifvertrag aufgekündigt. Die Kreiszeitung Sieke etwa gehört zum Verlag von Dirk Ippen, der fünftgrößten Zeitungsgruppe Deutschlands. Gegen einen Billigtarif für Neueinsteiger haben sie hier schon vor 4 Jahren protestiert. Vergeblich. Die Verleger fordern die 40-Stunden-Woche, die ist hier realisiert. Die Verleger fordern eine Gehaltsabsenkung, die ist hier realisiert. Die Verleger fordern Kürzung des Urlaubsgeldes, das ist hier realisiert. Vieles von dem, was sie fordern, ist hier realisiert. Also diese Summe, die die Gewerkschaften auf 25% minus benennen, die haben wir ja. Die gibt es hier. Leider. Betriebsrat Axel Sonntag konnte nicht verhindern, dass hier nun fast jeder vierte Redakteur deutlich unter Tarif arbeitet. Immer weniger dieser Kollegen sind bereit, dafür noch Überstunden zu machen, wie es sonst unter Journalisten selbstverständlich ist. Stories im Blatt werden schnell zusammen telefoniert, statt mühsam vor Ort recherchiert. Wenn einer hier neu anfangen würde im Verlag, dann würde er rund 2000 Euro weniger verdienen, als ich derzeit verdiene. Und dass darunter was leidet, das ist ja wohl klar. Mit den Gewerkschaften haben die Verlagsgeschäftsführer das Modell gar nicht erst verhandelt. Die hier arbeiten, drücken den Kollegen im Arbeitskampf zwar die Daumen. Sie selbst haben diesen Kampf aber längst verloren. Und bundesweit kündigen immer mehr Verleger die Tarifverträge kurzerhand auf. Wir bemerken natürlich schon, dass es früher Verlegerpersönlichkeiten gegeben hat. Das waren manchmal Knörze, das waren Menschen, die schwierig zu nehmen waren. Aber das waren Persönlichkeiten, denen der Inhalt der Zeitung wichtig war. Und wir haben es heute mit Managern zu tun, die genauso gut Toilettpapier verkaufen könnten. Wir müssen die Versprechungen, die wir mit Tarifverträgen quasi formulieren, auch in der Zukunft durch Geschäftsmodelle abgebildet sehen, die verlässlich sind. Und genau das ist die Schwierigkeit, dass alle Verlage in Deutschland keine verlässliche Geschäftsmodellentwicklung vorhersehen können. Auf den ersten Blick geht es nur um Abstraktes, um Geschäftsmodelle, um Erlösstrategien, um Tarifwerke. Doch tatsächlich geht es um mehr. Es ist ein Streit, der jeden angeht, nicht nur die Journalisten. Also es gibt hier bei uns schon in der Redaktion Kollegen, die sagen, ja, dann mache ich nur noch Dienst nach Vorschrift. Und dann möchte ich mal sehen, wie die Zeitung dann aussieht. Ne? Vor allem langfristig gesehen wird dann eben immer billiger produzierter Journalismus da sein, was dann eben auch die ganze Gesellschaft beeinflusst. Dann bleibt der Qualitätsjournalismus auf der Strecke, der, denke ich, schon ein wichtiger Teil der Demokratie in Deutschland ist. Die Fronten sind verhärtet. Schon 5 Tarifrunden sind gescheitert. Dabei steht einiges auf dem Spiel. Nicht nur für Verleger und Journalisten. Das heißt, die Verdi-Trommelgruppe